Hey liebe Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. In diesem Vlog soll es darum gehen, meine Ziele mal euch näher zu bringen, die ihr abonnieren würdet. Einfach aus dem Grund, das würde mich zum einen unterstützen, es ist nämlich kostenlos, ihr müsst nichts dafür bezahlen, um mich zu abonnieren. Und genau, dann verpasst ihr auch meine Videos nicht. Aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, dass wenn ich ein Video hochlade, dass ihr das dann sehen könnt. Ja, fangen wir mal einfach mal damit an. Ich habe ganz viele Ziele. Ich fange einfach mal an. Mein erstes Ziel ist das Gewicht verlieren. Also ich habe zwar schon einiges an Gewicht verloren. Ich habe mir jetzt neue Routinen angeeignet, zum Beispiel regelmäßig spaziert habe, um halt nochmal rauszugehen. Selbstverständlich wird sich das ändern, denn ich mache mein Abitur nach. Ich werde wahrscheinlich morgens nicht mehr bewegen zur Schule, aber ja, also es wird jetzt sich nicht zum Negativen verändern. Einer meiner Ziele. Dann eine Ausbildung als Fachinformatiker machen. Ursprünglich wollte ich studieren, aber ich bin mittlerweile 27 Jahre alt und wenn ich anfangen würde zu studieren, zum Beispiel Lehramt oder Psychologie, das sind beides meine Interessengebiete, ja, würde ich erst mit 35 anfangen zu arbeiten und das wäre für mich persönlich relativ spät. Was kann ich noch sagen? Ich möchte eine glückliche Ehe führen. Das ist mein nächstes Ziel. Ich möchte eine Frau hat wie ich, die sich genau wie ich nicht sich scheut, Gefühle zu zeigen, die Streit nicht mag, genau wie ich. Und wenn gestritten wird, dass sie versucht, sich zu entschuldigen, genau wie ich es tun werde. Konflikten aus dem Weg geht und halt immer kommuniziert. Kommunikation ist sehr wichtig in einer Ehe. Ich bin kein Beziehungstyp, ich bin nämlich gläubig. Ich bin Muslim, das habe ich schon tausendmal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal gerne für euch, falls ihr neu dazugekommen seid. Und wenn ich dann halt eine Ehe habe, möchte ich selbstverständlich auch Kinder. Ich präferiere persönlich eine Tochter. Ja, ich weiß nicht, also eine Tochter kann ich jederzeit lieben, meine Gefühle zeigen und sie küssen, wann immer ich möchte. Selbstverständlich kann ich das auch mit meinem Sohn, aber wenn ich einen Sohn bekomme, er wird mit dem Alter leider erwachsener und immer unempfindlicher, was Zuneigung angeht. Und es wird mir auch immer peinlicher, muss ich ehrlich gesagt gestehen, Gefühle meinem Sohn zu zeigen. Also ich bin da dann eher verklemmt und das möchte ich halt nicht. Und dann möchte ich ein Haus kaufen. Das ist mein nächstes Ziel. Ich möchte Geld ansparen, ich möchte Immobilien kaufen und sie dann vermieten, um halt ein passives Einkommen zu haben. Ich möchte lernen, mit meinen Ausgaben besser klarzukommen und nicht ständig unnötige Dinge zu kaufen, was ich derzeit mache. Und das wäre mein Vorsatz für die nächsten Jahre. Ich möchte meinen Glauben festigen. Ich möchte immer stärker halt an Islam festhalten. Und was für mich besonders wichtig ist, ich habe ja so einige psychische Erkrankungen, zum einen Störungen und jetzt auch vermutlich Autismus. Ich möchte psychischen Erkrankungen behandeln, damit ich halt auch mental gesund bin und ja nicht unter solchen Umständen leiden muss. Falls ich Autismus haben sollte, möchte ich halt die Diagnostik durchführen. Also ich bin auch mittendrin in der Diagnostik. Ich habe auch schon die 3 Fragebögen zu mir ausgefüllt und meine Eltern haben die 2 Fragen. Und genau, also sollte ich Autismus haben, möchte ich auch in die Richtung therapiert werden und einfach lernen, damit es besser umzugehen. Meltdowns, Shutdowns und so weiter und so fort. Also ich habe die Kopfhörer hier und diese Brille hier habe ich auch schon in anderen meiner Videos erwähnt. Die helfen mir selbstverständlich auch ziemlich gut. Ja, also ich kann damit Reizüberflutungen und Reizüberlastungen, natürlich werden die irgendwann auftreten, so ist es. Man kann zwar versuchen, das zu verzögern und dass es später auftritt, aber es wird auftreten. Und ich stelle mich halt mental darauf ein, dass es passieren wird.
damit ich halt nicht überfordert werde. Also ich werde überfordert, aber dass ich nicht damit überrascht werde, wie die letzten Male, bevor ich wusste es gewesen sein. Das sind die wesentlichen Punkte, die ich erwähnen wollte. Das sind all meine Ziele, die ich erreichen möchte. Und ja, falls ihr Fragen haben solltet, dürft ihr sie mir auch gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde nicht in den Kommentaren antworten, sondern statt... Ich habe es zwar schon am Anfang des Videos erwähnt, aber ich würde mich trotzdem nochmal verpflichtet werden, dass ein Video von mir hochgeladen wird. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es unterhaltsam fandet oder informativ, dürft ihr dem Video auch ein Like geben. Selbstverständlich auch ein Dislike, ich habe kein Problem damit. Ich bin offen, also mit Likes und Dislikes sehe ich halt, wie meine Videos bei euch ankommen. Kommen die gut an, kommen die schlecht an? Und ich kann dann versuchen, die Videos dementsprechend zu verbessern. Genau. Ja, ich verabschiede mich bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, glücklichen Tag. Genießt die Sonne. Wir haben schönes Wetter draußen. Ich werde um 15 Uhr nochmal Powerwalking durchführen. Und genau. Adios.